Es ist 9 Uhr morgens. Nein, den werden wir jetzt nicht trinken. Wir... Es ist nicht 9 Uhr morgens. Mittlerweile haben wir schon früh nach 10. Ehrlich? Uff. Für Anja ist noch 9 Uhr morgens. Ich bin ein Morgenmuffel. Das haben wir jetzt geholt für Freunde. Wir fahren nämlich gleich einmal quer durch Deutschland jetzt rüber nach... Stopp, sagen wir schon? Nein. Sagen wir nicht. Sagen wir später. Auf jeden Fall, wir machen jetzt mal so ein bisschen... Wir waren jetzt ja in den USA mit dem Auto unterwegs, waren hier mit dem Moped unterwegs und jetzt sind wir einfach mal in Deutschland mit dem schnieke grünen Wagen hier unterwegs. Ja. Dann machen wir jetzt mal einen kleinen Roadtrip von Düsseldorf nach... Warte. Nach... Irgendwo hier drüben. Genau. Tanken vergessen. Pinkelpause. Aber jetzt guckt euch mal an, wie das hier aussieht gerade. Also ich weiß gerade nicht so richtig, wo wir sind. Wir sind aber gerade mal eine Stunde, glaube ich, gefahren. Voll neblig und weiß. Das ist auch voll. Hoffentlich ist der schnell. Was habe ich gesagt? Pipi am besser, ey. Pipi am Dampfen? Ich habe da doch nicht... Habe ich andere Voraussetzungen. Aber schon gezeigt. Ist richtig cool hier. Alles voll vernebelt, verschneit. Voll mystisch. Sollen wir ein paar mystische Aufnahmen machen? Oh ja, das ist ein guter Anfang. Bereit für mystische Aufnahmen. Okay. Wir lassen das mit den mystischen Aufnahmen. Es ist kalt. Außerdem wartet hier im Auto und Knoppers auf mich. Du hast Schlüssel, ne? Ja. Schön warm. Okay. Wir haben uns entschlossen, wir bringen mal hier ein bisschen Licht ins Dunkle. Ja, da kommt die Sonne von rechts, ne? Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg, zwar nach, wir haben ja gesagt, wir fahren einmal quer durch Deutschland. Warte, mach die Karte. Das machen wir auch, denn die Karte kommt, lass mich überlegen, hier. Wir fahren nämlich nach Trommelwirbel. Dresden. Ja. Da gehen wir Freunde besuchen in Dresden, werden da eine Nacht verbringen. Und morgen geht's aber weiter, da geht's wieder ein Stück in die andere Richtung nach Leipzig. Ja, was machen wir in Leipzig? Da wurden wir angeschrieben von der Yvonne. Letztes Jahr schon. Genau. Die Yvonne möchte da nämlich ein Café eröffnen, ein Reisecafé. Und hat gefragt, ob wir zwei von Geh mal Reisen nicht mal Bock haben, da so einen Vortrag zu halten. Oh. Ist das nicht geil? Da werden wir uns jetzt mal mit der Yvonne treffen in Leipzig, also Ideen auf den Zettel schreiben. Das hat uns mega gefreut, vor allem deswegen, weil wenn man mal überlegt, als wir losgereist sind, hatten wir Angst, überhaupt in die Kamera zu sprechen. Und das ist auch der Grund, warum, für die, die jetzt neu dazugekommen sind, warum ihr keine Vlogs findet von Malaysia und so, weil wir uns erst 5 Monate später getraut haben, in die Kamera zu brabbeln. Schisser waren wir. Kaum zu glauben, aber Schisser. War. Ja, und dann werden wir jetzt einen Vortrag halten. Mal gucken, worüber, ne? Ein, zwei Themen werden sich bestimmt finden. Es wird ums Reisen gehen, diese Vorträge, so viel sei gesagt. Ja, mega geil, dass es ein Reisecafé ist. Warum gibt es das in Düsseldorf noch nicht? Ein Reisecafé, wo du weißt, ich gehe da rein und bin umgeben von Leuten, die das gleiche Thema interessiert. Also das finde ich Hammer, finde ich richtig cool. Das ist richtig cool. So viel auf jeden Fall jetzt erstmal zu dem Stand der Dinge, warum wir jetzt hier gerade im Auto sitzen. Voll schön. Ja. Durch die Schneelandschaft fahren und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Pinkelpause. So Leute, die Autobahn war jetzt hier gesperrt und wir sind jetzt hier in... Im Winter Wonderland. In Burgwalde sind wir jetzt. Wir machen jetzt hier ein bisschen Sightseeing einmal. Wir sind jetzt hier gerade auf der Hauptstraße. Aber voll die bunten Häuser, guck mal, voll schön. Fürchte, am Ende der Straße sind wir auch schon wieder raus aus Burgwalde. Das ist eine kleine Gemeinde. Kommt jemand von euch aus Burgwalde? Für Bühne. Hey, warte mal, links. Links. Ja, sollen wir jetzt tauschen? Ja. Weiter geht's durch Burghausen. Ja. Wie spät haben wir's? Haben die hier wohl ein öffentliches Klo in Burghausen? 13:21 Uhr. Ich muss es schon wieder? So, übrigens hören wir hier Musik in dem Auto.
kann man nämlich einfach Kassette reintun und dann AUX. Wir haben gestern unsere komplette Musikbibliothek einmal auf Kassette gespielt. Wir saßen da und haben, immer, kennt ihr das von früher, vom Radio aufnehmen, jetzt nur auf dem Laptop haben wir das gemacht. Auf jeden Fall habe ich dann gestern ein paar Lieder hierüber gespielt, die wir in unseren Vlogs genutzt haben. Und das ist jetzt so geil, hier durchzufahren, diese Lieder zu hören. Und dann ist man so immer direkt mittendrin wieder in dem, was man erlebt hat. Zum Beispiel das. Und jetzt läuft das hier vom Frachtschiff. So kann man sich über Regen freuen. Und jetzt Amazonas. Jetzt gehen wir zu unseren Freunden.